Guten Abend, willkommen zu My Own Private Idaho, ein Meisterwerk und ein Meilenstein in der Kinogeschichte, denn ich sehe diesen Film und denke mir, mein Gott, wie schön sind diese Menschen. Und er ist ein Meilenstein für mich, weil er tatsächlich mir als weiblichen Zuschauer ermöglicht hat, mich einfach dieser Sehlust hinzugeben, ohne dass der jetzt gleich diese ohne dass die Kamera mich bestraft dafür. Also es ist ja so, im traditionellen Kino, sagen wir mal, sieht man die Kamera ja als männlich, das Auge der Kamera ist männlich, was dazu führt, also heteromännlich, was dazu führt, dass zum Beispiel jemand, wenn, typisches Beispiel, Rambo, Sylvester Stallone, nackter, durchtrainierter Körper, aber der muss eben dann im Film mit irgendwelchen phallischen Symbolen behängt werden, wie Gewehren, einfach damit beim hetero-männlichen Zuschauer keine homoerotischen Angstzustände entstehen. Hier ist es nicht so. Man kann sich einfach auch als so weiblicher Zuschauer dem Mann als Lustobjekt hingeben und den Mann objektifizieren. Das ist für mich, war eben auch damals was sehr Neues. Also ich glaube, Jean-Paul Gaultier hat damals gesagt, früher mussten schöne Frauen automatisch dumm sein, jetzt können auch schöne Männer dumm sein. Das ist halt interessantes Beispiel hier ein interessanter Satz im Zusammenhang mit diesem Film. My Own Private Idaho enthält auch eine der schönsten und für mich herzzerreißendsten Liebesszenen der Filmgeschichte. Die Szene am Lagerfeuer, wenn River Phoenix Keanu Reeves gesteht, dass er ihn liebt und Keanu Reeves ihn zurückweist und freundschaftlich tröstet. Es zerreißt mir das Herz. Es macht mich, es rührt mich immer sehr und es ist nicht nur so ein sehr berührender Film, es ist auch ein unfasslich schöner Film, in dem die Sehlust zelebriert wird, und ich wünsche Ihnen viel Freude dabei.